Hallo. Ich möchte euch heute mal was zeigen. Das alte. Ich habe immer gesagt, Indianerbeil. Also Indianerbeil. Ja, das war so. Ja, eigentlich Tomahawk, sagt man heute. Oder ein Steinbeil, ne? So ein Maurerbeil war das früher. Das hat mein Vater so in den 70er Jahren wohl gekauft. Und da war auch ein Holzstiel dran, dabei. Der war entweder so wie der. Und der war dann mal gebrochen. Und da hat mein Vater den in der Firma, die hatten damals noch so Buntmetall-Gießerei. Und da hat er das ausgeformt und aus Aluminium gegossen oder gießen lassen, ne, von Kollegen damals, ne, aus Aluminium, auch recht leicht. Ja. Und ja, ich habe das jetzt halt wieder. Der hatte mal eine Zeitphase, da hat er alles rot angemalt, die Griffe von Werkzeugen, das Werkzeug selbst und alles Mögliche. Ja, damit das besser findet, aber wenn alles rot ist, findest du auch wieder nichts. Ja, das hatte ich jetzt hier ein bisschen abgekratzt, die Farbe, und abgeschliffen. Ja. Also das war immer mein Indianerbeil damals. Ja. Jetzt habe ich das wieder restauriert. Ein bisschen wieder ein Holzgriff dran gemacht von so einem Stiel. Weißt du, das ist so ein Schippenstiel oder was das war. Ja. Bisschen länger gemacht. Ja, so als Tomahawk. Und ja, da habe ich gemerkt, die Klinge ist ein bisschen irgendwie gedreht oder so. Ich habe schon gedacht, ich hätte es jetzt schief drauf gesetzt, aber es ist wohl so, dass es so verdreht ist anscheinend, um irgendwie Nägel hier mit rauszuziehen. Ja. Wieder einigermaßen scharf gemacht. Und ja, das war mir immer ja ein Gräuel, ja, wenn da mit jemand Steine geklopft hat oder so. Das war das wird da stumpf und alles, das ist, hat mir da nie gefallen. Und ja, jetzt habe ich es wieder einigermaßen scharf gemacht. Man kann auch Holz hacken, jetzt so klein Holz, ja, zum Anzünden. Da hatte ich den Stiel, ja, hatte ich zuerst ein bisschen geschnitzt mit dem Messer. Ja, da hatte ich zuerst das aus dem Garten, das habe ich dann auch mal sauber gemacht. Ja, das lag im Gartenschuppen da. Und das ist irgendwie von so einem Discounter oder was, Norma oder wo es das mal gab. So was. Und das hatte ich mal ein bisschen abgeschliffen da, die schwarze Beschichtung, die ich nicht so mag. Ist wohl auch rostträger, also verrostet ist es nicht. Ja. Aber das ging gar nicht so gut. Das Schnitzen, da war dann das Mora, gut, das ist auch dünner und auch scharf. Das ging dann doch besser zu schnitzen, und dann später, also es ist ein bisschen zum Einpassen. Habe ich dann doch Raspel genommen. Ja. So, und dann noch mit so ein paar Nägel.
abgedrehte Nägel, habe ich das dann noch ein bisschen reingehauen. Und also das Ding ist jetzt stabil. Eigentlich wäre es ja vorgesehen von der, vom Loch, von der Öffnung, ja, weil es hier oben dicker ist als hier unten, dass da ein Stiel von oben auch rein könnte, der dann oben dicker ist. Aber wenn ich mir so das Original angucke, ja, dann war das auch unmöglich, so von oben durchgesteckt, sondern war das auch so befestigt und reingeschlagen von oben da, nicht von unten. Ja. Also, ja, da sitzt es wieder fest, ja, und man kann es wieder verwenden. Ja, schätze mal, ist ja auch leichter das Holz als dieses, obwohl es Aluminium, aber trotzdem wiegt es ja mehr als so ein Holzstiel da. Ja. Okay, dann. Tschö, gute Nacht.